Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte kürzlich mit der Fachärztin Marianne Krug ein Interview machen über den Hormonstatus bei Schlafproblemen. Und da haben wir eine ganze Sendung über das Melatonin gesprochen, inwiefern es so leicht sein kann, durch die Supplementierung von Melatonin den Schlaf schneller zu finden. Aber schneller zu finden ist das eine, aber das Durchschlafen ist natürlich etwas ganz anderes. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen gleich noch eine zweite Sendung über den Schlafkomfort letztendlich zu optimieren. Und deshalb ist sie mir jetzt auch wieder live zugeschaltet. Marianne Krug ist da im Studio. Herzlich willkommen. Willkommen, meine liebe Hormonexpertin. Hallo Alexander, schön, sehr gerne, dass wir zusammen sind. Sehr gern. Also, eingeschlafen sind wir jetzt. Alle Zuschauer schlafen jetzt, sie haben Melatonin genommen, zack, innerhalb von 30 Minuten schlafen sie. Und es ist ihnen auch bewusst, dass je älter wir werden, je weniger Melatonin wir selbst produzieren. Und um diesen Schlafkomfort wieder zu erhalten, ist das Zuführen von Melatonin sehr wichtig und einfach. Richtig. Gut. Jetzt schlafen wir. Jetzt schlafen wir alle. Genau. Wie geht's weiter? Ja, wenn dann nichts passiert, ist alles in Ordnung. Ja, dann schlafen wir einfach weiter. Aber das ist nicht die Regel. Es gibt einfach eine zweite Störung. Das ist nicht die Einschlafstörung, sondern die Durchschlafstörung. Es gibt eine Menge Leute, die auch ohne Melatonin ins Bett fallen und einschlafen, innerhalb von Minuten einschlafen. Ich nenne das immer den Erschöpfungsschlaf. Ah, das ist dann eigentlich schon eine Pathologie, dass man ins Bett sinkt und immer noch das zweite Bein ins Bett gehoben hat, ist man schon weggeschlafen. Das mag schön sein, aber was dann meist passiert bei so etwas, wenn das Einschlafen so schlagartig passiert, dass man dann so um 2-3 Uhr oder manchmal auch einfach nach einer Stunde wach wird und dann liegt man wach im Bett. Und das hat verschiedene Ursachen. Teile davon kann man anschauen, kann man untersuchen und man kann sie auch hervorragend behandeln. Und ich finde das sehr schön, dass wir uns da heute drüber unterhalten. Ich hoffe, dass die, die eingeschlafen sind, weil sie ihr Melatonin genommen haben, jetzt mal gerade wach werden, damit wir uns über das Aufwachen und nicht durchschlafen können unterhalten. Gerne. Also mein, das ist ja ein Traum. Was passiert mir manchmal auch, dass ich die ganze Nacht durchschlafe? Und das ist schon, wow, mein Schlafindex zeigt mir dann Spitzenwerte. Ja, und aber es ist eher eine Ausnahme. Wach? Ja, und morgens wirst du wach und denkst, wie schön, dass es wieder Tag ist. Ja, ist unfassbar. Ja, genau. Aber es ist eine Ausnahme bei mir auch. Also ich wache auch öfters auf. Also durchschlafen ist eines der schönsten Luxusgüter, die wir uns erhalten können. Mhm. Gut, was können wir denn tun, dass wir das ein bisschen mehr kriegen? Zunächst müssen wir gucken, wo könnte das herkommen, dass man aufwacht? Meine Hauptfrage dabei ist, seit wann? Ja? Wenn mir dann jemand antwortet, ja, das habe ich schon als Kind gehabt, dann würde ich nicht im Bereich der Hormone suchen wollen für die Verursachung, ne? Sondern da sind dann irgendwelche bestimmten Gegebenheiten in der Familiensituation oder auch psychische Ursachen, die die Schlafstörung verursachen, dann würde ich nicht in der Hormonkiste wühlen. Wenn mir aber jetzt zum Beispiel, ich fange mal bei Männern an, wenn mir ein Mann sagt, ja, seit wann ist das etwa 4-5 Jahre, dann frage ich weiter, was war denn vor 4-5 Jahren? Und dann kommen wir in dem Gespräch dahin, dass da vielleicht eine Zeit war, in der es unglaublich, eine unglaublich stressbehaftete Zeit war, mit zusätzlichen Arbeitsanforderungen, vielleicht familiären Anforderungen.
vielleicht existenziellen Problematiken. Und das kann man durch diese Frage seit wann initiieren. Und dann geht man da in die Tiefe und fragt, was war das für eine Situation? Wie sah es beruflich aus? Wie sah es finanziell aus? Wie sah es mit der Familie aus? Das kann man abfragen. Und beim Mann findet man meistens diese Ursache eines vermehrten, eine wahnsinnigen Stressbelastung. Was dann beinhaltet, dass lange Stressbelastung, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, hohes Cortisol. So, und hohes Cortisol ist normalerweise so, das Cortisol hat eine eigene Tagesdynamik. Im Normalfall ist das Cortisol morgens ganz hoch und im Laufe des Tages fällt es dann langsam ab und ist zum Abend, zur Nacht niedrig. Und das muss es auch sein. Denn wenn es diese abendliche Erniedrigung nicht gibt, dann stört das hohe Cortisol den Schlaf. Das ist ganz häufig bei Menschen, die aufgrund ihrer Stressbelastung dann abends nochmal anfangen, noch eine Abendsession einzulegen und abends nochmal hochfahren, ne? Mit mentaler Tätigkeit, Bildschirmtätigkeit. Dann gibt es in diesem Tagesverlauf des Cortisols, das kann man sich anschauen, das kann man untersuchen, gibt es nochmal eine abendliche Erhöhung. Und dieses erhöhte Cortisol ist die Ursache, weshalb man dann nicht durchschlafen kann. Weil es den Cortisol und Melatonin sind da beispielsweise Gegenspieler. Und wenn die Balance da gestört ist, dann reicht es nicht fürs Durchschlafen. Wäre eine Ursache. Und die kann man anamnestisch ganz gut rausarbeiten. Man kann es auch untersuchen. Man kann das Tagesprofil des Cortisols untersuchen. Wie reagiert denn der Mensch auf die abendliche Fernsehsession von 1-2 Stunden auf den Cortisolhaushalt? Ja, das kommt drauf an, was man guckt. Aha, gut. Also wenn man sowas, was keinerlei mentale Mitarbeit erfordert, das ist ja so das Übliche beim Fernsehprogramm, da hätte das jetzt keine Cortisolausschuss. Ne? Aber wenn man dann was Aufregendes schaut, in der heutigen Zeit würde ja einfach reichen Nachrichtensendungen bis zum Einschlafen, dann reicht das sehr wohl für eine Cortisolausschüttung und führt dazu, also das Einschlafen dürfte dann schon schwierig werden, aber angenommen, das hat man noch geschafft, dann ist man nach einer Stunde wieder wach. Und das ist Folge von einem überhöhten Cortisol. Und wie wir auch schon mal besprochen haben in einer der früheren Sendungen, Cortisol hat mehrere Gegenspieler. Und in Richtung des Schlafes ist ein Gegenspieler das Melatonin. Und ein weiterer Gegenspieler ist das DHEA. Und wir hatten schon mal besprochen, Entschuldigung, aber jetzt muss ich niesen. Das kenne ich. Und zwar immer wieder im Studio live. Aber ist, wie es ist. Und dann geht's nicht. Genau, es kitzelt lange und es kommt nicht. Ja. Ja. Brauchst du noch eine Minute? Sollen wir schnell warten, bis du durch bist? Nein, alles gut. Ah, so ein Mist. Kitzelt immer noch. Ja, es juckt immer noch. Super. Nein, ist egal. Ich weiß noch, du hast gesagt, DHA, EA und Cortisol müssen im Gleichgewicht stehen. Und wir waren beim Gleichgewicht. Genau. Das zweite ist das DHA. Da können wir einen Cut machen und da können wir wieder anfangen. Mhm. Genau. Ja. Leg nur weiter los. Nur weiter. Ist alles live. Wir schneiden nichts. Also, es geht um die Balancierung des Cortisols in so einem Fall. Und das DHEA hat diese Kompetenz, ein aufgeregtes, durch Cortisol aufgeregtes System wieder in die Ruhe zu bringen. Es ist also kein Aufputschmittel, was man erwarten könnte, wenn man unter DHEA
den Jungbrunnen sich vorstellt, dann stellen manche sich vor, dass das aufputscht. Nein, es reguliert. Und es reguliert zum Beispiel an einer bestimmten Schraube. Man nennt das den GABA-Rezeptor. Das ist der Rezeptor, in dem Nervenbotenstoffe, das ist ein Nervenbotenstoff, der zur Beruhigung führt. Und deswegen können manche Menschen ihren Durchschlaf fördern, wenn man das DHEA abends zuführt. Und dann gibt es noch einen Antagonisten, einen balancierenden Stoff. Und da kommen wir jetzt von den Männern zu den Frauen, überwiegend zu den Frauen. Und dieser andere Stoff ist das Progesteron, das Gelbkörperhormon, von dem man auch denkt, ist ein Frauenhormon. Mhm. Und schalten Männer manchmal schon ab. Und ich sage, es lohnt auch für Männer, da zuzuhören. Denn dieses Progesteron ist sowas wie ein Schlafmittel. Und ich sage immer gerne, das ist das beste Schlafmittel für den Mann. Progesteron als Kapsel eingenommen hat schlafberuhigende und schlaffördernde Wirkung bei Mann und Frau. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann eröffnet das den Blick vielleicht darauf, für die Ursachen von Schlafstörungen. Und da switche ich jetzt von Mann auf Frau, denn die Ursachen von Schlafstörungen die Ursache von Schlafstörungen bei Frau stellt sich ein, wenn das Gelbkörperhormon in einer Altersphase abfällt. Kleine Kurve. Ich mache eine kleine Kurve über das Progesteron. Progesteron, Gelbkörperhormon, wird ausgeschüttet, wenn von dem Gelbkörper, der Gelbkörper wird gebildet in einer Eihülle, die zurückbleibt, wenn das Ei gesprungen ist. Wir brauchen also einen Eisprung, dann gibt es einen Gelbkörper und dann wird Progesteron hergestellt. Und diese Funktion lässt ja bei der Frau nach. Manchmal schon in den oberen 30er Jahren. Dass dann zwar noch ein Monatszyklus ist, eine Monatsblutung, auch noch völlig regelmäßig, aber der Eisprung ist nicht immer da. Und das heißt, der Körper vermisst auf einmal seine Schlafförderung. Das Progesteron nimmt ab. Und das ist die Phase, in der Frauen, die bis dahin geschlafen haben wie ein Baby, auf einmal sagen, ja, ich kann nicht mehr schlafen. Augen gehen auf, ich habe auch nichts im Kopf, ich habe auch keine Sorgen. Aber ich liege da wach und wenn ich Pech habe, kann ich 2-3 Stunden nicht einschlafen. Wenn ich Glück habe, liege ich eine Stunde wach und dann werde ich später nochmal wieder wach. Das sind außerordentlich unschöne Störungen, die von einer Frau um die Menopause herum geschildert werden. Und dann wäre natürlich die Abhilfe, dass man das Hormon wieder zuführt, was zu der Schlafstörung oder dessen Mangel zur Schlafstörung geführt hat. Und da sind wir beim Progesteron. Mhm. Und wir sind auch vor allen Dingen dabei zu sagen, dass die Schlafstörung bei der Frau, die ist fast getaktet. Ne? Also während wir beim Mann nach Anlässen fragen, ich frage nach Anlässen, ne? Seit wann? So frage ich bei der Frau nach der hormonellen Krisensituation. Ich frage, wann hat sich das eingestellt? Die Frage ist dieselbe, die Antwort ist nur unterschiedlich. Denn die Antwort ist weniger abhängig von irgendwelchen Stressoren von außen als von dem inneren Geschehen, dem inneren Alterungsprozess des Eierstocks und ist sehr klar korreliert. Die Schlafstörung der Frau ist
sehr klar korreliert mit dem Wegfall der fälschlicherweise Sexualhormon genannten Hormone. Und da kann man dann durch die Zufuhr der fehlenden Hormone vor allen Dingen die Schlafqualität wieder fördern. Und das ist mir ein Anliegen. Ich würde da über Progesteron hauptsächlich nachdenken und das eben angesprochene DHEA ist, obwohl es ein Androgen ist, ein fälschlich genanntes männliches Hormon, durchaus für Frauen genauso wichtig und ist eben auch ein Hormon, was den Schlaf fördern kann. Und danach würde ich suchen, das würde ich untersuchen, wenn es im Mangel ist, ersetzen. Darf ich mal kurz versuchen, zusammenzufassen? Gerne. Also, wenn Herren Schlafprobleme haben, also jetzt nicht Einschlafprobleme, das haben wir schon andersweitig diskutiert, sondern das Durchschlafproblem, dann ist es der Grund, dass irgendwie in der Nacht noch zu hohe Cortisolwerte da sind, die ich häufig, die ich aber balancieren kann durch die Zuführung von DHEA, damit diese beiden Spieler, wie du es so schön gezeichnet hast, wieder ins Gleichgewicht kommen. Und dann kriegt man eigentlich eine bessere Durchschlafmöglichkeit. Melatonin ist aber kein Schlafhormon, sondern ist ein Rhythmushormon. Aber ein Schlafhormon ist eigentlich das Progesteron. Richtig. Gut, also wenn jetzt jemand, ein Herr, tatsächlich Schlafprobleme hätte, mit Einschlafen und Durchschlafen, dann dürfte er sich Progesteron verschreiben lassen. Also ich würde es ihm verschreiben. Ja. Aber es kann dazu führen, wenn man so ein Fertigprodukt benutzt, dass dieser Mann dann in der Apotheke, wenn er sein Rezept abgibt, dazu da verursacht, dass der Apotheker in Ohnmacht fällt oder erzählt, wie können Sie nur, es ist doch ein Hormon der Gelbkörperphase der Frau. Nee, es wird einfach nicht gewusst und das führt dann zu argen Missverständnissen. Ne? Mhm. Und man muss so ein Mann, wenn man so ein Fertigprodukt nimmt, dann muss ich einen Mann auch gut darüber beraten, dass er bitte einen Beipackzettel nicht liest oder selbst auf der Packung überliest, dass da steht, dass es ein Hormon für Frauen wäre. Ist es einfach nicht. Also noch so eine gewisse beratungstechnische Komik in sich. Und bei den Frauen kann es aber auch sein, Frauen im Business drin oder Familienstress etc. etc. Ja. Kann es auch sein, dass der Cortisolspiegel die Ursache ist des Durchschlafproblems. Da wäre auch die Lösung wieder DHEA. Und sollte es wirklich hormonell bedingt sein, aufgrund von einem Alter Richtung 40, 50 aufwärts, wenn das da anfängt und die Frau es auch spürt, das ist immer zur gleichen Zeit unter Umständen, dann ist es ganz klar das Progesteron. Ich darf noch was ergänzen. Also die Zusammenfassung fand ich bis dahin perfekt. Super, danke. Dass das so gut rübergekommen ist. Man muss sich noch ein bisschen vergegenwärtigen, welcher Teil in unserem Körper dieses DHEA eigentlich macht. Und das ist bei Männern so, dass das zum überwiegenden Teil, über 90%, in dieser Nebennierenrinde gemacht wird. Ne? Das Balancehormon zum Cortisol. Bei der Frau wird es nur zu 60% in der Nebennierenrinde gemacht und zu 40% im Eierstock. So. Und was heißt das? Das heißt, wenn der Eierstock sagt, Lebensarbeitszeit ist beendet, ich gehe in Rente, fällt ihm nicht nur das allseits bekannte Estradiol weg, ja, es fällt nicht nur das Östrogen weg, das Progesteron ist vorher schon weggebrochen, sondern es fallen 30-40% Produktion aus dem Ovar weg. Und deshalb ist das DHEA ein wichtiges Hormon, was man anschauen muss in der Menopause der Frau. Anders eben als beim Mann, bei dem kein Organ wegfällt. Also das ist eigentlich eine Schlafproblematik bei Damen, ja, innerhalb der Wechseljahre oder Umstellung ein sehr, sehr häufiges Problem. Ja, unbedingt. Ne? Und ich sag mal so, ich habe so einen Fünferpack, was ich immer anschaue, wenn jemand zu mir
in Behandlung kommt und über Schlafstörungen klagt. Und dann sind es so 5 Dinge, an die ich denke. Ein paar hatten wir ja schon besprochen, ne? So angefangen vom Melatonin, das DHEA haben wir erwähnt, das Progesteron haben wir erwähnt. Und dann gibt es noch etwas, das ist eigentlich kein Hormon. Nein, andersrum ausgedrückt, es ist ein Hormon, es wird nicht so bezeichnet. Und das ist das Vitamin D. Das Vitamin D hat auch für den Schlaf eine regulierende Wirkung und sollte mit angeschaut werden. Und das fünfte wäre das Serotonin. Das ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, der auch für Sedierung, also für Beruhigung und Schlafförderung zuständig ist. Und ein Mangel an Serotonin führt eben auch zu Schlafstörungen. Und diese 5 Dinge kann man untersuchen, anschauen. Und das, was fehlt, kann man substituieren. In Klammern, Serotonin kann man jetzt nicht als Serotonin einfach geben. Das würde klein gehackt, es würde metabolisiert. Aber da kann man die Vorstufe. 5-HTP, oder? Richtig. Das 5-Hydroxytryptophan ist die Vorstufe vom Serotonin und dann würde man das zuführen. Und dann hätten wir so die fünf wichtigen Dinge der Schlafstörung einfach mal angeschaut. Und ich sag mal so, in über 90% der Fälle kriege ich die Ursache raus und kann sie auch behandeln. Heißt das eigentlich, dass es grundsätzlich normal wäre, wenn alles normal wäre, dass man durchschläft, jede Nacht? Ja, das wäre normal. Also mit der jeden Nacht, ich sag mal so, was ist schon normal im Leben, dann wäre es auch normal, dass es mal eine Nacht gibt, wo man einen Streit hatte oder anderes, was einen bewegt, wo man dann nicht einschlafen kann, weil das Gedankenkarussell abläuft. Oder auch gerade mal in der heutigen Zeit, wenn tagsüber durch diese Krise, Angst abläuft im Organismus. Dass man dann nachts nicht schlafen kann, halte ich auch nicht für krankhaft. Also nochmals, ich glaube eigentlich, dass es eher nicht normal ist, also bei mir zumindest, dass ich glaube, 3 bis 10 Mal pro Nacht wache ich auf, aber ich schlafe auch sehr schnell wieder ein. Es ist nicht das Problem, dass mich das stören würde. Aber wenn du sagst, das ist eigentlich gar nicht normal, so viel aufzuwachen, sondern das Durchschlafen wäre eigentlich das Ideale, dem sage ich eigentlich, meine Frau und ich haben so einen Namen gemacht, der Kummerschlaf. Der gibt's hin und wieder und er ist eben ein Traum. Das heißt jetzt auch in meinem Fall müsste man sich überlegen, entweder DHEA, um das Cortison mehr zu reduzieren, falls der Tag zu stressig war, oder der Abend, oder Progesteron. Ja, also abgesehen davon, dass es sowas gibt wie Schlafhygienemaßnahmen, die mit Hormonen nichts zu tun haben, aber eben helfen würden, aus einem aufgewühlten Zustand in einen regulierten Zustand zu kommen. Ne? Zur Schlafhygiene gehört, dass man ungefähr 1 Stunde, bevor man ins Bett geht, keine Bildschirmarbeit mehr macht, weder Handy noch Computer noch Fernsehen. Ja, und lieber etwas macht, was den eigenen Organismus ein bisschen in die Ruhe bringt. Das halte ich für eine sehr wichtige Empfehlung im Rahmen der Schlafhygiene. Aber davon abgesehen, macht es Sinn zu gucken, wo sind Defizite im Körper, die mich am Durchschlafen hindern. Dass du erzählt hast, dass du 5, 8 bis 10 Mal nachts wach wirst, aber immer wieder einschläfst, würde das so ein bisschen als einen gestörten Schlaf empfinden. Aus Schlaflaboren weiß man zwar, dass so in einer ganz gesunden, durchschnittlichen Nacht wir etwa 15 Mal uns bewegen. Ja? Das heißt, irgendwo, es gibt einfach nicht immer den tiefsten Schlaf, es gibt Tiefschlaf und eben den leichten Schlaf. Und da sind wir etwa 15 Mal pro Nacht sind wir da drin. Und dann ist es nur eine Frage, wie tief so insgesamt der gesamte Schlafpegel oder Ruhepegel ist.
Wenn dann insgesamt der Schlaf sehr leicht ist, dann bist du bei diesen Spitzen eben wach. Kurz wach, drehst dich um und schläfst wieder ein. Und vielleicht ist das das, was du gerade erzählt hast. 8 bis 10 Mal wach werden, wo du gerade noch so ein halbes Auge aufhast, aber dann sofort wieder weg bist. Das wäre die physiologische Variante. Aber weißt du, das ist für mich, habe ich jetzt eigentlich gedacht, das ist normal. Und deshalb habe ich extra darauf herumgehackt, damit der Zuschauer auch weiß, was ist normal und was ist nicht normal. Und wenn Richtig. Wir gern etwas Normales hätten, was wirklich normal wäre, dann müsste man sich effektiv mal überlegen, diese Hormonchecks zu machen. Genau. einem Hormoncoach, der sich damit auskennt. Oder wenn sich jetzt irgendwie ein Arzt oder ein Heilpraktiker angesprochen fühlt, das auch mal verstehen zu wollen, wie die Geschichte mit diesen Hormonen jetzt so genau ist, dann könnte er ebenfalls auch eine Ausbildung machen zum Hormoncoach. Ja. Sodass wir immer weniger Menschen haben jetzt innerhalb von Europa, die mit im Bereich Hormone im Regen gelassen werden, oder? Ganz genau. Also du triffst genau auf meine Vision, meiner Ansicht nach, muss mehr Wissen darüber in die Welt gesetzt werden. Es muss eine größere Menge an Menschen geben, die sich mit diesen Dingen auskennt. Denn es ist kein Zauberwerk, fehlende Dinge zu ersetzen und dadurch sehr segensreich zu wirken auf Schlafqualität und letztlich Ausgeschlafenheit unserer Mitmenschen. Und deswegen mache ich diese Ausbildungen und wer daran Interesse hat, sollte auf die Webseite schauen, www.hormoncoach.com. Und ich freue mich über jeden, der sich aufmacht, darüber etwas zu lernen. Weißt du, liebe Marianne, wenn ich jetzt nochmal so kurz in mich gehe und überlege, was wir jetzt eigentlich miteinander schon diskutiert haben in Bezug auf Schlafprobleme, dann ist es einfach wirklich so, diese Probleme mit Schlaf kriegt man immer hin. Wir haben das Melatonin-Problem, ich meine, wenn ich abends Fernsehen sehe, Blaulicht, bla 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 und so weiter, kennen wir. Wir haben das Cortisol-Problem, wenn ich zu viel Stress hatte, dass das letztendlich auch wieder dazu führt, dass das Melatonin nicht richtig auf Spuren kommt. Dann habe ich das DHEA-Problem möglicherweise, dass das Cortisol nicht mit reduzieren kann. Dann habe ich das Möglichkeit, über Progesteron das Schlafhormon mehr zu begünstigen, dass ich besser schlafe. Du hast noch Vitamin D3 gebraucht und in einem Wort mal GABA genannt, ich glaube Gamma-Aminobuttersäure zur Beruhigung. Das sind ja alles Dinge, die auf dem normalen Zettel eines Arztes nicht stehen. Richtig. Aber es sind alles logische Erklärungsmodelle. Von A bis Z logisch. Ja, nicht nur logisch. Und es ist einfach ein Verstehen, wie Körper Funktion, wie Physiologie, wie das funktioniert. Ja. Wenn man ein Wissen darüber bekommt, wie die Physiologie, wie der normale Körperablauf funktioniert, dann kann man auch eine leichte Störung leicht beheben, bevor sie zur Krankheit wird. Ja. Nochmals ganz kurz, auch wenn die Sendezeit schon wieder abgeschlossen ist, wenn ich heute Abend mal eine Progesterontablette schlucken würde, das wäre so ein Selbsttest. Könnte ich durchschlafen? Vielleicht. Ja. Oder macht man grundsätzlich zuerst Messungen beim Fachmann und lässt sich das messen und erst dann eigentlich zuerst messen. Hä? Aber ich teste es trotzdem und gebe dann ein Feedback. Also, grundsätzlich, es gibt genügend Nahrungsergänzungsmittel, die jeder sich einfach greifen kann. Ne? Dazu würde das 5-HTP gehören, das Vitamin D gehören. Das Melatonin ist ja inzwischen auch in diese Kategorie gefallen. Wir hatten mal über DHEA gesprochen, das ist in den USA im Supermarkt erhältlich. Und das Progesteron übrigens auch. Ja, das Progesteron ist in den USA als Nahrungsergänzungsmittel einsetzbar. Insofern gibt es eine gelebte Realität, dass man das einfach ausprobiert. Ich als Arzt habe immer so, ich habe es halt gerne, wenn ich vor der Therapie weiß, da und da ist der Status und dann fülle ich auf und dann klar. Kann ich kontrollieren. Ja, ist schon klar. Und als Fernsehsender dürfen wir auch nichts anderes sagen als das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Und lassen wir es dann einfach mal so stehen. Aber die Lösung ist da, entweder über einen zertifizierten, ausgebildeten Hormoncoach sich hier beraten zu lassen und Hilfe sich geben zu lassen. Diese Welt der Hormone scheint einem immer sehr kompliziert zu sein, aber je mehr Interviews ich mache, desto klarer scheint mir das auch immer wieder zu werden. Und dass Durchschlafproblematik und Einschlafproblematiken nicht normal sind, wissen wir jetzt doch auch. Und dass man Lösungen finden kann über den Bereich der Supplementierung mit den richtigen Hormonen, haben Sie heute auch gehört. Für mich eine ganz bedeutsame, wunderbare, gute Sendung gewesen, liebe Marian. Tausend Dank für diese tollen Erläuterungen. Ja, sehr wertvoll gewesen. Alles Gute und hoffentlich werden sich diese Hormoncoaches weit verbreiten. Alles Gute bis Ihnen auch. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.